Servus zusammen. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Es ist Freitagmorgen, der 7. Oktober. Das Gold hier vor euch, der Monatschart. Ja, ich wollte diese Linie nochmal hier kurz erklären, woher die kommen, dass man das besser sehen kann. Wir haben hier den langen Aufwärtstrend von 2001. Da waren wir dran. Wir sind auch sogar drunter. Das ist eine. Da kommen wir jetzt in die Zone rein. Das sieht man gleich besser in der Woche und im Tag. Und diese blaue Linie hier ist eine Unterstützung, die kommt aus dem Jahr 2000 und was ist es hier genau? Die fängt an 2019. Das ist bei der 1556, 1553. Was mir auffällt ist, wir haben hier auf Monatssicht lange schwarze Kerzen. Und jetzt haben wir seit ein paar Tagen, sind wir hier mal ein bisschen hochgekommen. Es sieht eigentlich gar nicht mehr so schlimm aus. Zum einen, ich mache mal das Faden kurz raus. Wir bekommen hier eine kleine Unterstützung rein über das MACD. Das Histogramm ist momentan nicht tiefer. Und wir sind jetzt hier auf dem Niveau, was wir das letzte Mal hatten, hier. Das war, jetzt muss das Faden kurz natürlich wieder rein. Ich meine, das wäre der März gewesen. Ja, das war der April 2021. Auf diesem Niveau waren wir. Auf Monatssicht her muss ich sagen, okay, das Schlimmste haben wir hinter uns. Ob jetzt daraus sowas hier wird, wo wir dann gestiegen sind von 1050 hoch bis, glaube ich, so 1,4, ja genau, 1377, also so eine Bewegung, oder gar sowas hier, das heißt, ich muss auf das Kaufsignal warten, da waren wir dann hier bei 1218 und sind dann hochgeprescht, bis das erste Verkaufssignal, sinnvolle Verkaufssignal kam hier so bis zu 1900. Das vermag ich momentan noch nicht zu sagen, aber die Chancen erhöhen sich, dass wir jetzt hier in der Bodenbildung sind. Gucken wir das mal auf Woche. Da sieht es nämlich auch nicht so schlecht aus. Ich fange direkt mit der Technik an. Wir bekommen über die Woche ein gutes Kaufsignal auf tiefem Niveau. Wir werden positiv über das MACD. Wir haben die besten Wochenkerzen seit wie viel Wochen oder Monaten. Ja, das sind schöne Konterkerzen. Also das finde ich auch auf Wochensicht, ist das in Ordnung. Ja, wir sind durch diesen langen Trend durch und sind dann auch gefallen bis zu 1615. Wirkliche Shorts bzw. wirkliche Stops wurden nicht ausgelöst. Fand ich nicht so. Es ging relativ gemächlich runter. Aber wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, jetzt kommen wir also hier mehr in, oder es ist der Tageschart vielmehr, in die Zone rein, die jetzt wirklich interessant wird. Wir haben deutlicher verloren, bis zu 16,15. Dann haben wir das komplette Band fast zurückerobert. In der Spitze, das war der Tag hier, 4.10. bei 1729. Und per gestern Abend handeln wir bei 1714. Wir sind positiv noch immer über das MACD. Wir gelten als überkauft über die Stochastik. Wir hängen an diesem Trend, den wir haben, ich hole nochmal näher ran, vom All-Time-High, hier, vom 8.3.2022. Dann, nur um die blaue Linie nochmal fertig zu machen, das war also nicht nur die seit Jahren bestehende Top, so bei 1553, es ist auch das Gap, das sogenannte Breakaway-Gap, was wir haben vom 23.3.2020, 1553, das ist diese Geschichte hier. Das heißt, wir sind nach wie vor in so einem abfallenden Dreieck. Ja, wenn ich das als unteren Schenkel nehme, wir hängen oben an dem Widerstand dran durch diesen, und ich finde den sogar ganz gut, Trend, einmal, zweimal, drei, vier, fünfmal bestätigt. Jetzt mit diesem Ding sind wir fast achtmal bestätigt. Die längeren Indizes, Entschuldigung, die längeren Techniken waren ja alle hier unten irgendwo. Ja, ob Woche oder Monat, also auf der Suche nach einer Unterstützung. Die kurze Technik auf Tagessicht ist durch diesen Run hier von der 1615 hoch bis zu 1729, ist ganz klar, dass die als überkauft gilt. Ich möchte es mir eigentlich ganz gern so vorstellen, denn wir haben nicht nur diesen Trend, sondern wir haben auch das letzte Zwischenhoch vom 12.09.22, da sind wir bei 1735. Und wir haben das obere Band bei 1739. Das ist also, deswegen habe ich das hier so als schraffierte Fläche gemacht.
Das ist schon recht wichtig. Für mich würde der rein vom Chart her, ohne Blick jetzt auf die Technik, erst positiv werden, wenn wir über dem oberen Band schließen, sagen wir mal 1750. Dann wäre er freier bis Richtung 200-Tage-Linie 1822. So weit ist es aber noch nicht. Ich mag mir eher vorstellen, dass wir jetzt von hier nochmal ein bisschen Luft holen, irgendwo knapp unter die 1700, vielleicht die 20-Tage-Linie 1680, um dann einen neuen Anlauf zu machen. Wenn ich mir die wöchentliche und die monatliche Technik anschaue, glaube ich nicht, dass wir nochmal den Bereich von 1615 sehen. Das sehe ich nicht so. Nein, ich glaube eher, kurz nochmal runter, das hier alles abbauen, das hier, das vielleicht auch nochmal, und dann von da aus das hier als Sprungbrett benutzen. Also 1680. Ich glaube nicht, dass es uns wegrennt. Ich muss meine Meinung ändern, wenn wir über 1750 schließen, abends um 10 Uhr. Ich habe folgende Scheine mitgebracht. Die sind hier. Kleine Sekunde. Here we go. Und zwar, jetzt mache ich das mal so ein bisschen zusammen hier. Ich habe mir den Call ausgesucht mit der Basis 1550. Da sind wir also unterhalb dieser blauen Linie. Das ist eine, naja, ich möchte nicht sagen, bequeme Option. Eine Option ist nie wirklich bequem, aber es ist eine ruhigere Option. Die macht mich auch nicht verrückt, wenn wir jetzt wirklich mal auf 1650 oder so fallen. Ja, damit kann ich relativ leben. Im Moment ein 10er Hebel. Die Kennnummer ist die HZ02RY. Nochmal, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nochmal hier runterkommen. Irgendwo Richtung 20-Tage-Linie. Deswegen, ich muss mich jetzt da nicht beeilen. Aber das ist die Option, die ich dann haben will, denn die ist weit genug weg, hat also ordentlich Puffer. Schließen und meine Meinung als falsch ansehen, muss ich, wenn wir unter 1600 schließen. Dann habe ich aber immer noch genügend Zeit, um mich daraus stoppen zu lassen. Die mag ich eigentlich ganz gern. Das ist eine relativ angenehme Basis, muss ich sagen. Wie gesagt, ich kaufe sie noch nicht. Was man allerdings machen kann, ist, man kann sagen, gut, von was weiß ich, wenn ich da 100% kaufen will, dass ich vielleicht jetzt mal 10% kaufe, damit ich wenigstens was habe. Denn es kann immer sein, dass wir wirklich diese 1735 rausnehmen, 50 rausnehmen. Das wäre natürlich doof. Wenn wir die rausnehmen, die 1750, dann kann ich auch einen nehmen, der liegt knapp über der 1600. Ja, da wäre ich also momentan beim Hebel von, grob gerechnet, 14, 14,5, 15. Kann ich auch machen. Aber ich finde, die muss bei mir auf die Watchlist. Da werde ich jetzt also auch mit anfangen. Da hole ich mir jetzt schon mal welche. Aber auch damit rechnen, dass wir die 1680 nochmal sehen. Beim Put war es ein bisschen aggressiver. Hier ist so das letzte wirkliche Zwischenhoch, so knapp hinter der 1800. Ich habe den Schein hier genommen. Das sind 1803er Put mit dem Hebel von 18. Die Kennnummer ist die HB8A3X. Der liegt also dann ungefähr hier, etwas vor der 200-Tage-Linie. Ich bin jetzt nicht mutig genug zu sagen, ich nehme den jetzt schon, weil ich auf jeden Fall davon ausgehe, dass wir da runtergehen. Ja, da möchte ich gerne einen Kurs haben von unter 1700, dann lasse ich mich da auch gerne einstoppen. Aber jetzt hier momentan noch nicht. Heute kommen auch wieder NFP-Zahlen und und. Da kann Bewegung reinkommen. Aber die muss gestoppt werden, egal wann und wo ich sie kaufe. Über der 1750 muss die raus. Deswegen macht es für mich wenig Sinn, hier oben irgendwo einzunehmen, so 1900 oder so. Deswegen, ich gucke auf den Hebel, aber ich nehme ihn nicht ganz so ernst, weil ich weiß, genau bei 1750 fliegt das Zeug, wann auch immer ich die gekauft habe. Aber ich gehe da erst rein unter 1700. Vorher noch nicht. Also ich finde, das ist eine spannende Phase hier und hier kann ein Langfristsignal kommen. Also grundsätzlich werde ich positiver für das Gold, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.